Hi guys, it's me, Andrea. I will show you Notepad today. I made out of this, it's a notepad I had laying around since years, never used it properly. So I thought I would make my own because it's a very sturdy, very, very good one. So it was worth to convert that into something nice and beautiful. I remove as much as possible what I don't like here with the black paper. Normally I like black paper, but in this case, yeah. Ich habe dieses Notepad, das war so ein Werbegeschenk, hatte ich rumliegen schon ewige Zeiten, das fast nie benutzt. Und da habe ich gedacht, so jetzt ist es aber Zeit, das hat eine super Qualität, das mal zu ändern in was Schönes. Und zwar habe ich so ziemlich alles, dieses ganze Schwarze da weggemacht, das schwarze Papier. Ich meine, normalerweise mag ich ja schwarzes Kontrast, aber in dem Fall wollte ich es nicht behalten. Ich wollte was Fröhliches. Also kommt alles das weg und das kann ich später wieder dazu kleben. Natürlich das Buchrücken. Der war ideal. Den habe ich so gelassen, nur noch ein bisschen verstärkt. Aber sonst super. Die Außenhülle ist natürlich jetzt ein bisschen glatt. Die musste ich dann auch noch angleichen später und habe hier sowas runtergefeilt. Aber im Großen und Ganzen eben sehr stabil, super. Was ich hier machen will, ich werde hier mit meinen Buchbindeschrauben arbeiten. Das mag ich eigentlich sehr gerne, weil das ist ganz praktisch. Du kannst sie auf- und zuschrauben, Blätter rausnehmen, wieder reinnehmen, weil ich halt sehr, sehr gerne auf losen Blättern arbeite. I will use the bookbinding screws later when I've sort of finished with it. And it's very practical, you can take out empty pages or put them back, because I prefer to work on loose pages. And here I will enhance the spine with this bookbinding spine thing, texture tape, and just to make sure, but it was perfect. But the surface was pretty slick, so I went over with a file and sand it down a bit. It didn't work. You will see later, but so far that's what I did. I wanted to save time, you know, and not glue in tissue paper on the top. Yeah, I should have done that. Ich habe hier nur gefeilt, um eben diese Glatte wegzukriegen. Ich hätte aber doch lieber von Anfang an, da war ich aber zu faul, Tissue paper drauf kleben sollen, weil das splittert ab. Ihr werdet das hinterher sehen und dann muss ich es doch machen. Ja, doppelt gemoppelt. Da habe ich mir zu viel Arbeit gemacht und wollte sie mir eigentlich sparen. Das ist so. Faulheit spart nicht unbedingt Zeit. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Okay. Pack jetzt erstmal Gesso drauf und nachdem das dann getrocknet ist, oder ne, innen werde ich jetzt erst noch die Papiere zurückkleben und nehme dazu ganz normales, was ist denn das? Das ist jetzt kein Aquarellpapier, irgendein schweres Papier. Ist ja auch wurscht, nicht so wichtig. Klebe ich dann wieder drauf, damit das Ganze auch wieder einen sauberen Rand hat. Und das mache ich auf beiden Seiten so. Und ich fange dann an zu zeichnen. Und zwar wollte ich hier auf dem vorderen Teil schön was, so ein paar witzige, whimsical flowers haben, diese Blumen und ja, nichts Besonderes. Einfach so ein bisschen rumscribbeln. Ich habe dann angefangen, I started to scribble a bit here and draw some just simple flowers, whimsical ones. I wanted to have a very happy, colorful little notepad here. I'd start with the graphite and go over with my ink marker here. And as I said before, I wanted to save time not using tissue paper. And here you can see the result. It splits. So, and don't mind the paint on it. It was just a try, a new toy. It's spray, but it is not permanent. So that's why I'm not using it. Ich habe das, die Farbe könnt ihr ignorieren. Die habe ich nochmal ausprobiert. Ich habe ein neues Spray. Das ist aber nicht permanent. Darum habe ich das jetzt einfach nicht mehr benutzt hinterher. So, jetzt kommt natürlich das Tissue-Papier da drauf, um dem Ganzen eben Halt zu gebieten, dass es nicht noch weiter abplatzt.
Das hätte ich aber auch von vornherein machen können. Gott sei Dank ist es hell genug oder dünn genug, dass ich meine Zeichnerei sehen kann. The tissue paper is still thin enough, so I can see my drawings and I can pick it up afterwards. I should have done that from the beginning, but yeah, that's when you're thinking you're clever, you know. Oh, I'm so clever, I don't need that. File it down a bit, send it down a bit, it will work. No, it won't. So I know now for later, if I will ever have something like that again, I know what to do. Definitely not sending. Okay, I try to get that as flat as possible. But of course, it's always difficult with tissue paper. You always will have some wrinkles in there. But that's okay, a tiny bit of texture. So for the inside, I only go around and put a bit inside because I will cover that up anyway. But for the edges, I wanted to protect the edges, natürlich, of course. Ich habe dann hier für die Innenseite nicht mehr viel gemacht, nur dass es gerade so um die Ecken geht, dass ich die Kanten schön geschützt habe. Und hier fange ich jetzt an mit dem Maskierstift und maskiere jetzt meine kompletten Zeichnungen, die ich habe. I'm masking off all my drawings here, because now I have a new idea, because with my I have another new toy. Ich habe noch ein anderes neues Spielzeug, das ich jetzt ausprobieren will. Und dafür muss ich jetzt erstmal hier meine Zeichnungen maskieren, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst so hinkriege. Lass ein bisschen probieren, das ist was ganz Neues für mich. Ich habe zwar schon auf einem Teil mal was probiert, aber das ist natürlich schwierig. The new stuff I'm trying, it's from Pebbio, the mixed media stuff, and starts out with this V-Trail. You know, when you want to know about that, there are so many videos out there. It was quite a crazy few years ago, and I'm definitely not the right one to tell you about that, because I'm not having that much experience with it. We'll see. I start here with it's a trial set I bought very cheap with this little pots, and but they are good. Joggle, for example, she has a really good video out. It's a few years ago. When you want to have a look, you will find something there. Das ist jetzt hier so eine die Basis erst von diesem Pebbio. Es ist generell eigentlich gedacht gewesen, glaube ich, für Glas. Bin mir jetzt nicht genau sicher, aber gibt dann so diese Grundfarbe, sagen wir mal, dieses V-Trail, und das gibt man dann auf den Untergrund und hat dann so ein paar Medien, die man dazu schütten kann. This is basically the basic, this V-Trail, that will go down on the substrate, and the other media you have that will make effects when you pour it into. It's a bit like a pouring, actually, yeah. Ist immer so ein bisschen wie so ein Pouring. Aber eben wesentlich besser zu kontrollieren. You can control it much better, and I really like it. So, and you will see at the end the effect, if you like that or not. I really like it, and I think I will do much more. I ordered now the bigger pots at my art supply store, and we'll see. I definitely will make more stuff with it. And it might be that the next videos I'm showing you, I can explain much better to you how it works and what you have to look into. Vielleicht die nächsten Videos, die ich zeige, da bin ich dann schon besser. Ich habe nämlich jetzt einige Sachen bestellt beim Gerstacker, der verkauft es und hat das jetzt auch im Angebot übrigens. Nicht, dass ich hier Werbung mache, ich habe mit dem nichts zu tun, aber es ist ganz, ganz gut. Er hat 20% auf die Klamotten und da habe ich mir jetzt mal die größeren Töpfe bestellt, weil es gefällt mir sehr, sehr gut. Und vielleicht in den nächsten Videos kann ich euch schon ein bisschen genaueres erzählen. So, this is the basic in the background and now I put these different medias in. You have two of them, that's Prisma and Moon. And they have different effects. And this is Prisma, for example, and that makes more. What does it do? Tell me. It's like a hammering effect. Let's have a look here. I go closer. And now you will see a fast forward so that you can see how it spreads out. It könnt ihr jetzt so ein. Ich mache das jetzt relativ schnell, damit man sehen kann,
wie schnell sich das oder inwieweit sich das ausbreitet. Das Blaue, das ist Prisma und das hat mehr so ein, wie sagt, so ein Honeycomb, ein Wabeneffekt. Ihr seht ja, wie sich das schön ausbreitet. Can see how it spreads. That's why I really sped it up here. Hab's also wirklich sehr schnell gestellt. Und gleich auch nochmal, da sieht man wirklich, wie das, dieser Effekt, hier könnt ihr das sehen, der ist einfach super. Das hört nach einer Weile auf. At some stage it stops. And so I try to get rid here of the masking film, because I don't know how that would behave if it's completely dry. Not it breaks, that it breaks off. So I thought this is sort of starting to be dry, so that might be more flexible when I put the masking tape off and it might catch some of the medium there. It worked quite good. You can see I even removed some of my tissue paper, but yeah, it's okay, it worked. So on here on top I use a different color, that's the trail again, that's the basic actually, and I put the media in. The blue one is a Prisma and the white one is a Prisma as well, I think. No, that's Moon, the white one is Moon. And I love that, it's so beautiful. I really, really love that. So that's sort of not dry, dry, a bit very tacky. But as I said before, I rather remove it now until it's still flexible. Ich habe das also hier so schon entfernt, solange dieses Medium PBO noch ein bisschen flexibel war. Nicht, dass es, wenn es zu trocken ist, dass es bricht oder so. Das wusste ich ja nicht, wie sich das verhält. Aber es hat wunderbar geklappt. Und jetzt mache ich den Buchrücken und den hinteren Teil. Da hatte ich dann erst noch so eine Metallic-Farbe genommen. Das hat sich aber irgendwo gebissen. Das hat miteinander konkurriert, darum habe ich normale Acrylicfarbe genommen. I started out with the metallic paint here, but it was so competitive with each other that I decided to use normal acrylic paint. And I like it much more. So the PBO mixed media stuff that needs to dry a long, long time, you know. It cures in 24, it dries in 24 hours. But it doesn't cure before, I think, a week or so. You really have to let it cure for a long, long time. Here I can already touch it after 2 days, but it doesn't mean it's completely dried through. It can take up to a week. So I won't put something on top as a finish, a medium, glossy medium, before, after a week, I think. Still haven't worked on my little flowers. I will do that later. Das PBO, das braucht ziemlich, ziemlich lange zum Trocknen. Also nach, das war jetzt, als ich da drauf rumgefasst habe, das war nach 48 Stunden. Das fühlt sich zwar trocken an und du kannst dann auch arbeiten, aber so richtig durchgetrocknet, da brauchst du eine ganze Woche. Hier, das ist übrigens Wallpaper, Quatsch, Tapete. Das nehme ich für innen. Ich wollte jetzt nicht noch großartig irgendwie mit Stenciln arbeiten oder mit anderen Sachen oder dreckig arbeiten. Ich war einfach, hatte einfach Angst, dass ich mir da was versaue. Darum kommt da jetzt nur Sauberes drauf. I'm using the wallpaper here to have the inside covered, because I didn't want to work messy, just in case I mess the outside cover up. It was far too nice already. So, glue down here and I do that on both sides so it looks really neat and clean from the inside, unlike me, isn't it? Okay, what I do now, I already prepare the notepad. This will be the paper size I'm using for inside. I made the holes and to get the right position for the bookbinding screws. And I'm using my big crocodile to make the holes. Hier habe ich also die Papiergröße schon, die ich dafür benutzen will.
habe ich dann gelocht und den Abstand für meine Buchbinderschrauben dann so herausgefunden und benutze dieses große Crocodile, um die Löcher zu machen. Die ist einfach, das ist jetzt so dick und da sind so viele Schichten drauf, da würde ich jetzt mit dem Handteil nicht mehr durchkommen und da, ich habe mit dem großen Teil einfach wesentlich mehr Kraft. Mit dem kleinen, das ist für mich teilweise sehr, sehr schwierig in meinen Händen. So, jetzt gucke ich nochmal, passt, ja, kein Thema. Und jetzt kommen die Schrauben da durch. I will put the screw through and we'll have a look if everything fits well and then I can go on. Because I will only work cleanly now with my flowers, colorizing my flowers. So it doesn't matter when everything is in already. So I will put, I don't know what I'm doing here. I'm not doing a thing. Oh, sorry. I could have cut that out. But okay. So there is still space, but of course I will work on it dimensional and with a lot of texture, so I will leave a bit of space. Ich hatte jetzt noch ein bisschen mehr Platz für ein paar Seiten, aber da ich ja gerne dimensional arbeite, kommt da ja noch einiges dazu, also dafür brauche ich Platz. So, für die Blümchen hier habe ich dann gedacht, da arbeite ich mit meinen Prismas und werde hier mit verschiedenen Gelbs und Oranges und Rots arbeiten, immer so ein bisschen verblenden, ein bisschen dunkler, wieder heller, dann verblenden. Das seht ihr, das ist jetzt im Prinzip so ein Prozess, der ist auch ein bisschen öde. Ich halte das deswegen schnell und kurz, aber zeige es eben doch im Ganzen. Nur eben, ja, ich meine, kolorieren, ist es kolorieren. Entweder man hat da Spaß dran oder nicht. Da gibt es nichts zu erklären. I colorize here with my Prisma actually and I stay in this yellow, orange, red thing and I show this process very, very quick and very short. Just, yeah, it's colorizing, isn't it? So, what should I tell you? It's a thing I do very intuitive. It's nothing I've ever learned, so ich bin sehr intuitiv, arbeite ich damit. Ich habe das ja nie gelernt. Ich mache es gerne, ich arbeite gerne mit meinen Stiften, wisst ihr ja mittlerweile, aber eben so frei nach Schnauze, frei Schnauze. Es ist ja so, wie ich da Spaß dran habe. Da gibt es sicherlich eine Methode, wie man das richtig macht, aber die kriegt er nicht von mir gezeigt. Okay, so haben hier some color down. What I will do at the end is I will use blending solution and blend everything out. You will see soon. Ich werde noch eine Blenderflüssigkeit benutzen hier. Die packe ich hier auf das Schwämmchen. Und dann dabbe ich immer mein Blending Stump da rein und blende es dann aus. I'm using my blending stump here to dab it into this little sponge. The sponge is soaked up with the blending solution and that's a great way to do it. Sarah Davis from Crafters Companion did that once and I thought, oh, that's practical. Normally I always dip my blending stump into the bottle and that's not very clean, isn't it? So good idea. And I do that on all the areas. I won't show you all the areas. Ich werde das jetzt überall so dann verblenden nach dem Kolorieren. Das zeige ich euch natürlich nicht alles. Ihr wisst, das ist sehr, sehr, ist eine Wiederholung. Das ist ja blödsinnig. Warum soll ich das jedes Mal zeigen? Hier mit diesen Papierstumpfen da rein, mit dem Schwämmchen, das nass machen. Das hatte ich übrigens bei der Sarah Davis gesehen von Crafters Companion. Die hat das mal gemacht. Sonst habe ich immer früher meine Stumpfen da in das Fläschchen da reingetunkt. Was natürlich nicht sehr sauber ist. Da verunreinigst du dir halt deine Flüssigkeit mit. Deswegen fand ich das schon eine ganz schicke Idee. Benutze hier einfach Farben. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, ob diese Farben im Hintergrund korrespondieren. Das ist mir völlig wurscht. Ich nehme, was mir gefällt. Und das ist gerade bei Whimsical, finde ich das eigentlich sehr schön, wenn man da so ein ganz wildes Durcheinander hat. Das fällt auf jeden Fall auf. I'm not really looking into the colors I'm using, if they go with the colors in the background or not. I don't mind. I just grab what I like
and go on having fun. And I think that's all about it. I think this, especially this combination with this really cool background, this mixed media stuff from Pepio, and then having this whimsical colorized with the prismas, I think it's such a I don't know how should I call it, breaking all the rules from whatever, from all the artists, what you should do. Yeah, I don't mind. Ich denke auch, dass es so ein kompletter Regelbruch ist hier mit dem Arbeiten. Aber dafür bin ich ja Mixed-Media-Künstlerin. Und das ist das, was ich mache. Ich verbinde Elemente oder auch Medien miteinander, die andere vielleicht nicht miteinander, so die Fine-Art-Leute, nicht miteinander verbinden. Aber das ist ja auch in Ordnung. Darum sind wir auch alle anders. Jetzt noch ein paar Highlights hier mit meinem weißen Posca. A few highlights here and there with a white Posca. And I will now go around with my black Posca to enhance these lines. Ich gehe jetzt mit dem Schwarzen nochmal um alle Linien herum, um das noch ein bisschen kräftiger zu machen. Und dann werde ich, um das ein bisschen anzugleichen, hier mit meinem Triple Gloss, das ist so ein Glossy Gel, das ist so richtig wie Glossy Accent, aber eben zum drauf pinseln, gehe ich dann rüber, um im Prinzip diesen Glanz auch wieder aufzunehmen. I'm using this triple gloss here and go over all my colorized areas to get the same shine like the other stuff on that cover. And that's stuff like Glossy Accent. It's just, you can use it with a brush. It's perfect. Even in very small areas you can put it on. And that was it. And now I have to let it dry, and then I will put some varnish on top later, next week or so. So, you will see the close-up coming already. And all I can say now is thanks a lot for watching, guys. Thanks for your patience. I know it was a long video. I know I had some really, really quick areas in there where I fast-forwarded it a lot. But otherwise, you know, this video material, 3.5 hours, that would have been far too long. And that's why I say thanks for your patience and thanks a lot for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and share it if you know someone who would like to watch it. And I hope I will see you soon with my next project. So have a fantastic time. I see you soon. Bye bye, guys. So, vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Das wäre super. Könnt das Video gerne teilen. Das wäre absolut klasse. Und ich war euch wirklich dankbar dafür. Und Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Vielen, vielen Dank für eure Geduld. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.